Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem allerersten Let's Play. Wir spielen heute wieder The Long Dark. Und stehen der ziemlichen Herausforderung gegenüber, die da lautet: Ich würde gerne länger leben. Im Moment sieht es etwas sehr düster aus. Wir sind ziemlich unterkühlt. Okay. Ja, unser Status sieht wirklich nicht gut aus. Wir müssen jetzt dringendst irgendwo wieder einen Unterschlupf finden. Und ich sag's ganz ehrlich, ich bin mir extremst unsicher, ob wir es wieder zurückschaffen werden. Das... Ich glaub's nicht. Also es war nicht super klug, bei diesem Wetter vor die Tür zu gehen. Was liegt denn da? Nein, das ist nur ein Stein. Nee, hier geht's auch nicht weiter. Oh Mann, Leute. Zustand nur noch 74%. So. Ich werde jetzt mal was essen. Denn wir verbrauchen übelst. Wir brauchen übelst Kalorien. Und ich glaube, wir trinken auch nochmal besser was. Oh. Nee, wir müssen jetzt was finden. Das sieht mir nicht danach aus, als würde man da was finden. Ich muss mal auf der anderen Seite gucken. Nee, auch nur bald. Also ich glaube, man muss sich auf der Karte wirklich ziemlich gut auskennen, um vernünftig am Leben bleiben. Vernünftig am Leben bleiben zu können. Wer sagt denn sowas? Nein. Um einfach nur am Leben bleiben zu können. Und zu wissen, oh ja, da ist jetzt ein Unterschlupf. Wenn ich dorthin gehe, dann ist alles gut und dann wird das so der Eisenbahnladeplatz. Und wenn ich mich jetzt gar nicht irre, dann ist dort unten was. Best be prepared for anything. Und deshalb werden wir jetzt einfach mal da runtergehen und hoffen, dass wir dort auf eine Hütte oder sowas treffen. Oh Mann. Ja, Zustand schon nur noch 67%. Läuft nicht sonderlich gut, würde ich mal sagen. Der Fluss-Nord-Zugang, das... Wobei an einem Fluss ja theoretisch Gebäude sein könnten. Nee, vergiss es, da ist nichts mehr, ne? Da hatten wir doch eigentlich so einen guten Start. Eine Waffe und massenhaft zu essen und dergleichen und nichts ist. Wo sind wir denn jetzt? Also ich habe ja hier jetzt ganz ehrlich gesagt das Gefühl, wir laufen ein bisschen im Kreis. Aber vielleicht finden wir doch noch was.
Ich denke, so ab 40% wird es ziemlich kritisch, denn dann können wir auch nicht mehr genug tragen. Das ist natürlich dann unschön. Ich denke, wir gehen mal lieber vom Eis wieder runter. Gerade genau das gleiche wie ich. Ja, schon überladen. Jetzt geht's rapide bergab mit uns. Ja, super. Fluss-Südzugang, das ist klasse, aber das. Es nützt halt nichts. Zustand 57%. Ja, wir müssen was essen. Und nochmal Beef Jerky. Also ich hoffe, dass jetzt hier irgendwann mal ein Haus kommt. Ansonsten habe ich mittlerweile recht wenig Hoffnung. Ja, das sieht mir... Nee. Merke, gehe keinesfalls... Gehe keinesfalls bei diesem Wetter raus. Das ist lächerlich. Jetzt ist hier schon seit 10 Stunden oder so nur dieser Wind. Und ich sehe nichts. Ich habe völlig die Orientierung verloren. Oh Mann. Nee, das war's, Leute. Ich denke wirklich, dass es das war. Rätselsee? Okay. Das war's doch nicht. Da ist ein Haus. Mach mich fertig. Hey, das ist jetzt aber... Oh Mann. Oh, Leute. Was für ein verdammtes Glück wir haben. Ja, Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hau mich sofort hin. Ich durchsuche es später. Hallo Leiche. Darfst gerne mit mir schlafen. Also, nein! Nein, das klang jetzt so awkward. Oh Mann. So war das natürlich nicht gemeint. Also ich möchte nicht mit der Leiche schlafen, aber sie darf im gleichen Haus bleiben und ich werde sie nicht entsorgen. Also, so war das gemeint. Oh Gott, gebt euch das. 23 Stunden und 14 Minuten, das heißt... Ich hätte... Ich habe jetzt echt lange überlebt. Dooferweise kann ich in diesem Haus nichts sehen. Deshalb jetzt einfach nochmal ein Stündchen schlafen. Und ich hoffe, dass dann mittlerweile die Sonne aufgegangen ist und wir wirklich was sehen. Na? Na, viel besser. So soll es sein. Dann gehe ich jetzt doch mal schön nach unten. Und sehe mich hier um, was es denn Tolles gibt für mich. Hey, Zeitung. Sehr gut. Ein, nee,
Playset, ein Verband. Ich glaube, ich habe in unserem Haus die Schublade übersehen. Kann das sein? Ich vermute es. Ich vermute es wirklich. Ein Antiseptikum. Das nehme ich natürlich gerne. Ansonsten ist hier nichts weiter. Gut, dann... Was haben wir da? Ein Kanister. Ein Verband. Noch eine Laterne. Schweinefleisch mit Boden, sehr schön. Oh, noch mehr. Da liegt doch auch was, oder? Da was? Da liegt doch was. Mit der Lupe, mit der man bei Tag Feuer machen kann. Nein. Also kannst du schon machen, allerdings, nein. Der Sonnenstand muss passen. Das vergessen die meisten. Das ist gar nicht so einfach, erst recht im Winter nicht. Also die Sonne scheint zu wenig dafür. Weil die Sonneneinstrahlung im Winter recht schräg kommt. Gut, jetzt haben wir hier unten aber wirklich alles abgesucht. Oder ist das hier ein Ausgang oder noch ein Raum? Hintertür, okay. I think I can use this. Stacy's Traubenlimo. Hundefutter, ja, super. Da stehe ich jetzt nicht so drauf. Habt ihr schon mal Hundefutter getestet? Oder was heißt getestet? Gegessen? Also falls ja, dann schreibt mir das nochmal in die Kommentare. Das wüsste ich tatsächlich gern, wie das schmeckt. Ist der Schlafsack besser als mein Schlafsack? Damn, da ist auch nichts drin. Gut, ich würde allerdings wirklich sagen, dass wir hier unser Lager aufschlagen. Das scheint mir doch recht mittig in der Karte zu sein und das finde ich natürlich sehr gut. Was lagern wir denn hier? Right now. Ja, ja, jetzt hör doch auf. Du kriegst doch gleich was. Oh. Das ist ja wirklich übel. Dann trinken wir doch gleich mal was. Was essen sollten wir auch noch? Was haben wir denn gerade alles gefunden? Eine Dose Kaffee. Treibt leichte Müdigkeit und wir haben den kalten Nächten. Oh, sehr gut. Schweinefleisch mit Bohnen. Ah, das sieht nicht mehr so schick aus. Ja, ich denke, dann essen wir einfach mal das. Und nun noch immer Durst. Das ist nicht schön. Gut, dann lagern wir hier ein Beil. Das brauche ich nämlich nicht. Dosenöffner brauche ich. Das brauche ich alles. Fackel. Nee, ich glaube, Futter tun wir alles runter. Hundefutter rüber. Das nehme ich lieber mal mit. Das lagern wir auch. Hohe Socken angezogen. Was wollte ich denn jetzt hier noch mit reintun? Die Sturmleuchte. Die Sturmleuchte würde ich hier ganz gerne reintun. Ja, und ein Kanister. Ich glaube nicht, dass wir die Lupe brauchen.
Zwei Schlafsäcke sind vielleicht ein bisschen zu viel. Genau, die Sturmlaterne dann auch noch da rein. Ja, ansonsten muss ich gestehen, dass ich wirklich fast alles gerne mitnehmen würde. Mal abgesehen vom Zedernholz, das kann vielleicht auch wirklich da rein. Moment, wo ist es denn jetzt hin? Ah, na also. Gut. Dann gucken wir doch mal. Es gibt hier, glaube ich, doch irgendwo auch ein Crafting. Zu sammelnde Menge? Ja, das machen wir jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Haben wir jetzt Zunder gemacht? Haben wir. Dann probieren wir es doch jetzt einfach nochmal. Ja, wir werden jetzt einfach wirklich mal den Brandbeschleuniger nehmen müssen. Haben wir denn da nicht noch ein gutes? Buch brennt nicht sonderlich. 1:30 Stunden? 30 Minuten. Ja gut, wir testen es einfach mal. Ah, super. So. Garen wir mal den Nusri. Dann garen wir das auch noch. Oh Mann. Ich hoffe, dass wir das jetzt noch rechtzeitig schaffen. Wir noch mal das Buch ins Feuer und kochen das mal schnell auf. Ach, das funktioniert doch gut. Schmelzen wir mal noch ein bisschen Schnee. Na, kochen wir es auf. Ich hoffe, dass wir das noch schaffen. Was haben wir für ein Schwein gehabt? Jetzt wird hier aber erstmal köstlichst getrunken. Ja. Und ich denke, sie kann noch ein bisschen mehr trinken. Super. Dann essen wir was. Ich glaube, bis 2500 Kilokalorien kann man essen, ne? Gucken wir mal. Ja, doch. Das sollten wir wirklich noch essen. Hey, und guckt mal. Ein Tag, 3 Stunden und 44 Minuten. Also so lange habe ich noch nie überlebt. Ganz ehrlich jetzt, das ist super. Und meine jetzige Folge war schon wieder ein bisschen länger. Und ich denke, das beenden wir dann hier jetzt auch damit.